heurige siebenteilige Leichtathletik Austrian Top Meeting Serie ist vergangenes Wochenende in Oberösterreich zu Ende gegangen. Das Grande Finale ist das internationale Josko Laufmeeting in Arndorf. Das Event im Innviertel ist zusätzlich die Generalprobe für die anstehende Europameisterschaft in München. Mit am Start sind Athletinnen und Athleten aus insgesamt 15 verschiedenen Nationen. Im oberösterreichischen Arndorf testen aber vor allem die heimischen EM-Starter wie Lukas Weißheidinger und Ivona Dadic ein letztes Mal ihre EM-Form. Für Medaillenhoffnung Lukas Weißheidinger ist das Meeting ein wahres Heimspiel. Der EM-Dritte von Berlin 2018 ist nur wenige Kilometer vom Leichtathletikstadion in Arndorf aufgewachsen und wirft dort mit dementsprechend vielen heimischen Fans im Rücken einen neuen Stadionrekord. Mit einer Weite von 66,31 Meter fährt Weißheidinger kurz vor der EM einen ungefährdeten Sieg ein. Natürlich absolut cooler Stadionrekord. Geschieht natürlich nicht jeden Tag und dementsprechend bin ich sehr zufrieden auch mit den ganzen Würfen heute. Ich habe mich gut eingesteigert in den Wettkampf. Nach dem Training, wo wir jetzt gehabt haben, war es nicht ganz so gleich ein Feingefühl dafür, wie weit die Würfe da mal reagieren kann. Aber der Wettkampf hat mir Spaß gemacht, die Würfe haben mir Spaß gemacht und ich habe mich immer steigern können. Und auch wenn der eine oder andere Wurf knapp übertreten war, weil natürlich die Spritzigkeit in die Beine noch nicht hundertprozentig da. Ja, also richtig cool, richtig cool. Der Fokus liegt ab jetzt auf den letzten Vorbereitungen für München. Nach der Bronzemedaille bei der EM in Berlin 2018 und dem olympischen Bronzemedaillengewinn in Tokio sind die Ziele hochgesteckt. Jetzt möchte ich natürlich auf die Würfe aufbauen. Ich denke schon, das waren jetzt nicht sehr gute Würfe, aber wenn ich ein bisschen die Feinabstimmung finde, dann denke ich, ist der eine oder andere Zentimeter auf alle Fälle noch möglich. Und das ist Spaß am Werfen heute und die Würfe generell, das möchte ich so nach München mitnehmen. Eine vielversprechende Performance liefert auch Siebenkämpferin Ivona Dadic ab. Nach dem etwas enttäuschenden Meeting in Graz hat sie die Trainingsintensität vor der EM noch einmal erhöht und den Fokus auf die Schnelligkeit gelegt. Diese testet sie nun in Arndorf über die 100 Meter Hürden. Im Vorlauf funktioniert es mit diesem Stolperer noch nicht so wie geplant. Im Endlauf über die 100 Meter Hürden gelingt es ihr, die Leistung endlich auch im Wettkampf abzurufen. Dadic läuft mit 13,8 Sekunden auf Rang 2. Schneller war nur die Kroatin Ivana Lončarek. Ja, es war ein richtig guter Lauf. Der war jetzt auch notwendig, um einfach ein gutes Gefühl zu haben, wenn ich dann meine 7 Sachen packe für München. Und ja, der Lauf ist für mich persönlich ganz hoch einzuordnen, weil ich die Woche nur relativ viel trainiert habe und gestern ein sehr intensives Training gehabt habe. Das heißt, die Beine sind noch nicht ganz so frisch, wie sie es dann in München sein werden. Und für das bin ich mit der Zeit richtig zufrieden. Der weitere Fahrplan für München steht bei der Vize-Europameisterin von Amsterdam 2016. Der Philipp sagt, wer jetzt nur trainiert, hat Angst. In Wahrheit heißt es jetzt einfach wirklich nur ein paar Trainings für ein gutes Gefühl zu bekommen. Aber in Wahrheit ist es einfach echt die 10 Tage vom Wettkampf Ruhe. Es werden nur ein, zwei intensive Einheiten, aber ganz kurz sein und dann einfach in Wahrheit dort abliefern. Die Chancen, dass das rot-weiß-rote Team in München abliefert, schätzt Dadic hoch ein. Ja, definitiv. Der Luki hat ja heuer schon eine irrsinnig gute Saison gehabt und hoffentlich geht es so weiter. Wir nehmen die positive Energie auf in unser Team und wir haben ein großes Team mit vielen jungen Athleten. Ich glaube, es ist eine gute Stimmung und das braucht man einfach bei so einem Großereignis.
Einer dieser angesprochenen jungen Athleten ist 400-Meter-Hürdenspezialist Niklas Strohmeier-Dangl. Er zeigt sich nach seinem Start im 400-Meter-Sprint zufrieden. Mit seiner Siegerzeit von 46 Sekunden 93 kann er in Andorf seine persönliche Bestzeit verbessern. Einfach cool, da zu laufen, ist immer eine tolle Kulisse. Gott sei Dank ist das Wetter kalt noch, vorher ein bisschen geringt. Aber ja, das Ziel das vom Lauf war auch nochmal ein guter Trainingsreiz vor der EM. Mit einem flotten Angang. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen und dass die Zeit rauskommt, ist natürlich ein Wahnsinn. Mit dieser Zeit stellt er zusätzlich einen neuen burgenländischen Rekord auf. Und das, obwohl er direkt vom Trainingslager angereist gekommen ist. Nach dem Trainingslager ist es schwer einzuschätzen, was man drauf hat, weil einfach doch die Belastung davor sehr groß war vom Training und kann nicht wirklich Erholungstage dazwischen. Aber ich habe schon gewusst, dass es ein burgenländischer Rekord deutlich werden kann, so auch die Trainingszeiten herzeigt. Aber dass so schnell ist, hätte ich mir heute davor auch nicht gedacht. Diese Schnelligkeit will er nun nach München mitnehmen. Bei der U20-Europameisterschaft in Tallinn schied der 20-Jährige bereits in der ersten Runde im 400-Meter-Hürdenlauf aus. Sein Vorhaben für München? Das große Ziel ist einmal, bei der EM im Vorlauf mein bestes Rennen in der Saison zu zeigen. Bis dahin persönliche Bestleistung zu laufen. Und wofür das dann, welche Platzierung in Europa das dann reicht, werden wir dann in München sehen. In Fahrt für die Europameisterschaft will auch Sprinterin Susanne Walli kommen. Das gelingt ihr in Andorf nur bedingt. Über 200 Meter hat Walli heuer bereits mehrfach ihre persönliche Bestzeit verbessert. Beim Josko-Laufmeeting sind für die WM-Semifinalistin über 200 Meter die Bedingungen aber nicht gut genug, eine solche Bestzeit noch einmal zu schaffen. Der 1,4 Meter pro Sekunde starke Gegenwind bremst Susanne Walli. Die 26-Jährige muss sich mit 23,74 Sekunden und einem zweiten Rang hinter 400 Meter Hürden Weltklasseläuferin Line Kloster aus Norwegen begnügen. Ja, ich denke, es war ein recht guter Lauf. Mit der Zeit bin ich nicht ganz zufrieden, aber für das war einfach eine Spur zu viel Gegenwind und insgesamt eine gute Leistung. Bei der WM in der US-amerikanischen Stadt Eugene stößt Susanne Walli erst vor kurzem bis ins Semifinale vor. Jene Form will sie auch in München auf die Bahn bringen. Ich war bei der WM und war sehr zufrieden mit meinem Auftritt dort. Bei der Rückreise habe ich dann die Zeitverschiebung schon gemerkt, dass ich aber ein paar Tage sehr ruhiges Training gehabt, einfach um mich wieder anzupassen. Und ja, jetzt im Hinblick auf die EM bin ich aber wieder voll fit und ich freue mich echt schon extrem auf meine Wettkämpfe. Die Vorfreude ist auch bei Markus Fuchs groß. Noch nie ist ein Mann in Österreich über die 100 Meter Sprintdistanz schneller gelaufen als er. Vor wenigen Wochen hat Fuchs eine Zeit von 10,15 Sekunden auf die Bahn geknallt. Im Vorlauf hat der Niederösterreicher bei leichtem Gegenwind mit 10,62 Sekunden noch etwas zu kämpfen. Im Finale war der Wind zwar nur unwesentlich schwächer, die Zeiten aber deutlich schneller. Für den Sieg reicht es aber nicht. Überraschend kann sich der deutsche U23 4x100 Meter Staffel Europameister Yannick Wolf mit einer Zeit von 10,40 Sekunden hauchdünn vor dem Berchtoldsdorfer den Sieg sichern. Allerdings lediglich mit einem Vorsprung von einer Hundertstel Sekunde. Auf jeden Fall sehr schön. Ich bin mega froh, dass ich wieder zurückkommen konnte, nachdem ich leider die letzten zwei Jahre verletzungsbedingt nicht in Andorf am Start gehen konnte. Und ja, das ist einfach wirklich sehr geil, weil die Zuschauer einfach so nah an einem dran sind. Es ist immer Full House und ja, das gibt schon Energie, auch wenn man mal müde ist. Diesen letzten Test vor der Europameisterschaft ordnet er wie folgt ein. Gelungenen EM-Test in dem Sinne, dass ich heute einfach nochmal zwei gute Rennen mitnehmen konnte. Technisch waren sie nicht ganz so fein wie erhofft, aber ich komme eben aus einer direkten Vorbelastung aus dem Trainingslager. Hätte mir natürlich schon ein bisschen mehr erwartet, aber wie gesagt, jetzt gehe ich in den Urlaub mal ganz kurz und lasse die Form einfach wieder kommen. Fuchs fühlt sich allerdings bereit, den österreichischen Rekord in München ein weiteres Mal zu knacken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon Anfang der Saison gesagt, ich fühle mich heute so fit wie noch nie. Es ist natürlich immer eine Frage der Zeit, eine Frage der Bedingungen, der Umstände. Und wenn das alles wieder zusammenspielt beim nächsten Wettkampf oder bei einem der nächsten Wettkämpfe, kann es wieder klappen. Für eine rot-weiß-rote EM-Starterin kam die Qualifikation überraschend. Erst vor wenigen Tagen hat Sprinterin Magdalena Lindner erfahren, dass sie in München an den Start gehen darf. Auch sie testet in Arndorf und das über die 100 Meter sehr erfolgreich. Sowohl in den Vorläufen als auch im Finale ist sie die schnellste und gewinnt mit einer Zeit von 11,70 Sekunden vor der deutschen Tina Benzinger. Ich freue mich immer wieder, jedes Mal da zu laufen. Das Stadion ist voll, das Publikum ist euphorisch und es macht richtig Spaß. Ja. Wir haben noch die Staatsmeisterschaften nur einen kleinen Trainingsblock eingelegt. Wir sind jetzt doch wieder ein bisschen mehr gerannt im Training. Die Form zeigt nach oben, es sollte ein bisschen besser laufen wie im Juni. Schauen wir, was dann nächste Woche rauskommt, aber ich glaube, es wird ganz gut werden. Ganz gut läuft beim Josko-Lauf-Meeting auch der Speerwurfbewerb. Dort freuen sich die Speerwerferinnen im Vergleich zu den Läuferinnen über den Wind. Dieser ließ nämlich starke Weiten zu. Das gilt auch für Lokalmatadorin Patricia Madl. Sie belegt mit 54,36 Meter den vierten Rang und kommt damit bis auf 6 cm an ihre Saisonbestleistung heran. Der Wettkampf war voll super. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder 54 Meter werfen können habe. Es gibt sehr viel für Selbstvertrauen. Und ja, mal schauen, was noch drinnen ist. Ich werde noch 2-3 Wettkämpfe machen im August jetzt und dann die Saison beenden. Und ja, vielleicht schaut auch noch eine persönliche Bestleistung aus. Mal schauen. Den Sieg holt sich, wie bereits im Vorfeld erwartet, die WM-Teilnehmerin Ariana Ince aus den USA. Es war großartig. Ich bin zum ersten Mal in Österreich. Ich habe bis jetzt eine wirklich super Zeit. Den Sieg verdanke ich irgendwie auch Patricia. Ich habe mir nämlich ihre Speere ausgeborgt. Das war heute ein super Finale für mich. Der Rest der Serie lief nämlich nicht so gut. Am meisten liebte ich das Essen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich nur von Schnitzel ernährt. Jeder ist hier so nett. Ich hatte eine super Zeit. Die Atmosphäre beim Josko-Leichtathletik-Meeting ist also nicht nur für die Heimischen, sondern auch für so manch internationale Athletinnen und Athleten etwas Besonderes. Auch die 16. Auflage des internationalen Josko-Lauf-Meetings ist ein voller Erfolg. Die Austrian Top-Meeting-Serie 2022 neigt sich damit ihrem Ende zu. Nun heißt es für insgesamt 1500 Athletinnen und Athleten, Bühne frei für die Europameisterschaft in München. Das rot-weiß-rote Team ist bereit.